Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Max Freakin' Pain. Ich glaube, die Waffe nehme ich doch nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Die ist fucking leer. Und hier habe ich zumindest die Option, noch Munition zu kriegen. Wir nehmen mal einen Painkiller. Wir schmeißen uns mal den Shit rein. Genau da, wie ich versprochen habe, geht's weiter. Ich weiß nicht, wie ich von mich numb in New Jersey zu looting Corpses in Brazil. Aber das war, wo ich war. 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Es ist sehr zuversichtlich von dir. Zudem sehr freundlich und optimistisch. Ich finde, dieser Mann verdient eine Belobigung. Dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Nicht? Können wir hier rein? Mit Schwung! Da blinkt doch was. Da blinkt gerade trotzdem was. Was ich gesehen habe, können die hier nicht her, ne? Das ergab null Sinn, warum da so ein Hobby-Vorstoß gemacht hat. Ha! Kugel ausgewichen. Nachladen. Ah, verdammt. Noch jemand? Hübsche Asservatenkammer. Das meine ich ganz ernst. Naja, egal. Gibt es in der Asservatenkammer auch Painkiller? Habt ihr zufällig mal Painkiller beschlagnahmt? Nein? Ich? Habt ihr nicht? Warum ist der Raum hier? Painkiller! Na! Dieses Spiel basiert auf Drogenkonsum, Gewalt und Nutten. Ah ja, und Geld. Dieses Spiel ist quasi die Verkörperung von allem, wo diese ganzen Hippie-Schwuchteln gegenstehen. Oh, hab ich dir in deinen Rücken geschossen? Denk dran, Killerspiele fördern Gewalt, ne? Ich weiß nicht, welcher Idiot das glaubt. War ganz ehrlich. Ist doch praktisch, wenn die Leute, die eigentlich den ganzen Tag solche Spiele spielen, das spielen. Aber in der Zeit können die nicht in die Schule rennen und Leute abknallen. Ja, ist da schon mal ein Vorteil. Zudem, diese Spiele fördern nicht die Gewalt. Wenn dieses Spiel dafür sorgt, dass du in die Schule rennst und jemanden abknallst, dann hättest du das auch vorher tun können. Teargas, this wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Aha, wahrscheinlich hier oben. That would have been too easy. Leiter? My eyes and throat burned, but at least I could breathe. Yay, wir können atmen. Atmen ist dein Freund. I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Du hast da was im Auge, Prinzessin. Nein! Hey, da links steht ein Wackelkopf. There it was, the tape from the Bronco security system. Cool, zeig mal. Jetzt zeig mal, wer unseren Job verkackt hat. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Ja, cool. Ich würde sagen, den machen wir jetzt kalt, oder? Warte, Max. Erstmal durchchecken, was du hier hast liegen lassen. Vielleicht hast du auch nichts liegen lassen. Und hier habe ich dir gerade zu Unrecht vorgeworfen, dass du Dinge liegen lässt. Guck mal, den Wackelkopf meinte ich. Da ist noch einer. Wackelkopf. Wackelkopf. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Okay, Moment. Nichts, was wir anklicken können. Anklackseln oder so. Nein. Nirgendwo. Keine Waffen. Keine gepainten Killer. Das geht nie gut aus, wenn da Scheiben sind. Scheiben sind nicht unser Freund. Was ist das? Kann man das essen? Kann man die rein? Nein.
Ist das eigentlich alles in diesem Haus abgeschlossen? Verdammt nochmal. Da ist auch nichts. Können wir da rein? Nope. Ich wusste es. Hey, war das nicht gerade der Typ? Oder sehen die einfach nur alle sehr identisch aus? Max, geh in Deckung! Ach komm schon. Echt jetzt. Das ging voll in den Kopf. Du Kacknacken. Pam. Guck mal. Das ging ja aus dem Kopf sogar. Ist nicht wahr. Gegner aus der Deckung getötet. Hab ich nicht? Nein. I couldn't get that tape out of my head. Ich töte nicht. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Mit Laser. Huh, G36. Oh, der G36C, oder ne? Ne, ein C ist Kommando. Was haben wir denn hier? G36E? Ach, keine Ahnung. Nimm die Scheiß... Nimm das... Nimmst du jetzt das Gewehr, bitte? Hey, pal. Nice to see you. Ha! Das ist der Richtige. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Warte! Der lockt dich doch in der Falle. Und was wetten wir, dass das im echten Leben nicht ganz so funktionieren würde? Es war Chaos und Glück. Aber jetzt nimmst du das. Nein! Da sind Painkiller drin. Gut, fassen wir zusammen. Er steckt ohne Mühe Kopfschüsse weg. Und wir können beschissen visieren von hier. Und die Waffe ist scheiße mit ihrem dummen Laser. Also der Laser an sich ist ja eine gute Sache, ne? Nur das Visieren damit ist Kacke. Jetzt reicht's. Ich nehme die Pistole. Weil da kenne ich mich mit aus. Und? Wo ist jetzt Prinzessin Dönerfuß? Weg. Na denn. Ist hier noch was Hübsches für uns zum Mitnehmen? Nein? Nirgends? Wollte gerade sagen, warum glaube ich, dass das nicht gut für uns ausgeht? Oh fuck. Mann, geh doch mal in Deckung! Das war schon wieder meiner Meinung nach viel zu knapp. Wisst ihr was, Leute? Also pass mal auf. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Mäxchen her. Merkt euch den Spruch, es wird euch immer gut gehen. Positive Autosuggestion. Die hilft euch im Leben übrigens auch gut weiter. Wenn ihr etwas wirklich wollt, könnt ihr es schaffen. Genau wie in Zoomania. Zoomania kann jeder sein, was er möchte. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Yeah. Also was auch immer da tief in der Vergangenheit begraben liegt, dass das die Antwort ist. Ich würde sagen, du hast verdammte Scheiße gebaut im Leben. Dürfte ich bitte... Hallo. Danke. Übrigens, schönes Arsenal. Sehr schönes Arsenal. Ich dachte mir gerade mal so, hier war doch eine Munitionstasche, oder nicht? Da könnten wir doch... Ne? War richtig gedacht. Können wir doch ein bisschen aufladen. Cool, wir haben keine Painkiller mehr.
Das könnte fucking lustig werden jetzt. Moment. Ich wollte gerade sagen, warum können wir eigentlich keine Schutzwesten nehmen? It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. Guck, jetzt gehöre ich auch zu denen. Das ist Tarnung. Warum glaube ich, dass das nicht gut ist? Oh! Rodrigo, Giovanna, Passos. Everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Okay. Dieser Mann ist immer so motiviert. Dabei kann das Leben doch so schön sein. Zum Beispiel könnt ihr für jemanden da sein, der euch liebt. Mäh. Ja, auch das soll's geben. Irgendwas sagt mir, dass das hier nicht nur eine Teststrecke sein wird. Was fällt dir eigentlich von da oben ab zu nackzen? War das nicht schon wieder der, den wir eigentlich töten wollten? Oder sehen die einfach alle gleich aus? Das war dann nicht gut gemacht, Rockstar. Blöd, 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 blöd. Ich habe ja gesagt, ich bin genau wie Max. Ich bin quasi mit dummen Ideen groß geworden. Ah! Wieso? Wieso? Ich habe doch genau in die Richtung gezielt. Screw you! Wir müssen das mehr Max-Style machen. Mehr reinrennen und hüpfen und so. I had mine. Und was wetten wir, dass mir das da oben nicht gefällt jetzt? Willst du mich verarschen? Deckung! Und drin! Die sind ganz schön stabil, wenn die Kopfschüsse aushalten. Aber hey, das sind Panzerschildkröten. Das sind die Panzerknackers. Und was tun? Was wetten wir, dass das wehtat? Au! Genau wie das. Du musst den Zuschauern das nicht auch noch vormachen, wenn ich das sage. Ist nett von dir. Das nennt sich wirklich interaktives Let's Play. Wenn dein Charakter das vormacht, was du versuchst gerade irgendwie ganz schlecht zu erklären. Aber das muss nicht sein. Ich hab dich gerade durchsiebt. Das drückt doch bestimmt im Gesicht. Special Forces Painkillers. Ergo, taugt. Oh, echt jetzt? Ich sehe nicht. Also, ich sehe schon was. Aber ich weiß nicht, worauf ich zuerst schießen soll. Lebt noch was? Es lebt noch. Tritt drauf, bevor es Eier legt. Das ist eine Shooting Range, wie ich sie mag. Wisst ihr was? Hier ist doch ein super Ort, um Pause zu machen eigentlich, ne? Machen wir auch. Denkt dran. Folge mag... du magst die Folge? Daumen hoch. Magst sie nicht? Daumen runter. Ansonsten Abo dalassen. Keine Folge verpassen. Benachrichtigung einstellen. Kurzum. Und... Waffe weg. Wenn er die Waffen nimmt, ist er tot. Na gut. Das als Schlusswort. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Wolf.